Viele Jahre stand das Winzereck am Kamenzer Markt leer. Zuletzt wurden dort lange Zeit Kaffee, Süßigkeiten und Wein verkauft. Der Laden ist der Anlaufpunkt für die Stadtraumkunst. Aber nicht nur dort zog wieder Leben ein, auch der Marktplatz wird belebt, ändert er doch in der Aktionswoche ständig sein Gesicht durch unterschiedliche Performance der Künstler. Die Idee dazu reifte ganz allmählich heran. Also letztlich ist es eine längere Vorgeschichte, weil ich selber bin ja in Berlin ansässig, mit der Frau Hasselbach hier vor Ort schon vor 5 Jahren den Rundweg Deutsch-Baselitz kreiert habe. Und da hatte ich schon mitgekriegt, dass hier in Kamenz immer viel so eine kreative Unruhe ist, im Sinne, es hat viele Potenziale, vieles liegt auch brach, seien es Häuser, Höfe oder menschliche Potenziale. Und ich kam Ende letzten Jahres auf die Idee, einmal anzufragen, ob wir nicht direkt mit dem Metamorphose e.V., der hier vor Ort ist, und wir sind Künstler des Lausitzwerkstatt e.V., ob wir direkt hier im Zentrum von Kamenz ein Projekt machen, was genau diese Räume, diese Potenziale thematisiert. Und genau diese Art der Wahrnehmung von Räumen ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, lässt aber den Künstlern ihren Spielraum. Raum, da versteht jeder, was er sozusagen zu Hause als Raum hat, aber auch im städtischen Raum. Wir sitzen jetzt im öffentlichen Raum. Wir bewegen uns in der Stadt und das heißt, wir thematisieren genau das, die Stadt. Wie funktioniert sie? Wie sind die Menschen? Wie nutzen sie ihren Mittelpunkt? Wie nutzen sie den Raum? Und natürlich unser Medium, mit dem wir hier arbeiten, ist eine Mischung aus Kunst. Also Frau Forster mit diesen Collagen von Fundstücken, was ja eigentlich Reste sind aus der Industrie, aber zu einem Kunstwerk wird. Bei mir sind es Rauminstallationen, die spielerisch Bereiche im Raum markieren. Herr Melerski ist Fotograf, nutzt alte Fotos von Kamenz und bringt da heraus Aktionen. Er hat ein Foto gefunden vom Haareschneiden vor weiß ich wie vielen Jahren hier auf dem Markt und macht eine solche Aktion. Und Herr Hoppe arbeitet eben auch mit den Menschen und sagt, eine Aktion wäre, die Bürger von Kamenz bringen ihm ihre wichtigsten Kunstwerke und er stellt sie für eine kurze Zeit aus. Deshalb nennt sich das bei ihm temporäre Kunsthalle. Die Kamenzer selbst betrachten das außergewöhnliche Treiben auf ihrem Marktplatz von wohlwollend bis skeptisch. Sie sind es aber auch, die durch ihre Beobachtungen und Eindrücke den Künstlern Impulse geben. Also wir haben begonnen mit einer Methode. Am Sonntag saßen wir mit 30 Bürgern von Kamenz mitten vor dem Rathaus mit der Wahrnehmungswerkstatt. Und darin liegt die Thematik enthalten. Die Bürger haben ihren Ort, den sie eigentlich kennen, wahrgenommen und uns Rückmeldungen gemacht. Und haben mehrfach gesagt, die Geschichte des Marktes, da ist der Brunnen zum Beispiel das älteste, viele hundert Jahre alt, die ist fast verschämt an die Seite gedrückt. Davor steht eine Würstchenbude, die natürlich wichtig ist, aber man kann es auch so arrangieren, dass man den Brunnen sieht. Die Justitia auf dem Brunnen hat offensichtlich keine Binde um die Augen, das heißt, sie ist nicht neutral. Das haben uns Leute im Gespräch erzählt und da sagen wir dann als Künstler, na super, dadurch wissen wir, was die Menschen beschäftigt und wir wollen dann mit einer Rauminstallation oder mit dem Fokus auf die Justitia das thematisieren. Und das sind so die Mittel, wo man aus den Gesprächen und Wahrnehmungen dann etwas in konkrete Form gibt. Kunst. Wie nachhaltig ist sie im öffentlichen Raum? Was bleibt nach Abschluss der Aktionswoche? Nutzt man gesammelte Erfahrungen für weitere Projekte? Also für uns wäre es sehr wünschenswert. Wir glauben auch, dass solche, zumal wir die Erfahrung schon haben, dass man im ein- oder zweijährigen Abstand solche großen Räume, wenn man sie besucht, das ist quasi so etwas, wie wenn sie ihre Familie zu Ostern, Pfingsten und Weihnachten besuchen, also oder man sich trifft. Das heißt, das ist ja eine viel größere Atem. Über hunderte Jahre gibt es diesen Platz. Und deshalb ist auch, wenn so ein Impuls jetzt gesetzt ist, sollte man wahrscheinlich daran überlegen, wir haben ja jetzt schon Ideen, die uns nächstes Jahr reizvoll wären oder in 2 Jahren. Also ich glaube, dass man das kultivieren kann, wenn man sagt, das ist lebendig, quirlig, da kommen Impulse, die man eben vorher nicht berechnen kann. Also wir haben immer wieder gemerkt, das ist so ungewohnt, weil man will eigentlich immer vorher wissen, wo steht am Ende der Kiosk oder dieser Kubus. Und wir kommen ja und sagen extra, wir kommen mit dem Kubus, wollen dann aber reagieren, ob wir auf der Kreuzung sitzen mit dem Kubus oder auf dem Brunnen oder am Eingang vom Rathaus, müssen wir erst herausarbeiten, weil es ist ja nicht zufällig, wo man dann sitzt. Und genau deshalb werden die Kamenzer vielleicht nach der Aktionswoche mit einem geschärften Blick über ihren Marktplatz gehen, bewusster die eigene Umwelt wahrnehmen, um zu verändern,
Oder vielleicht auch nur temporär Dinge, die bislang auf dem altehrwürdigen Marktplatz für unmöglich galten, zu akzeptieren.